Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 100. Ja, genau, 100. Bei Star Dector und das Ganze mit dem Mod Ironclads. So, was wollen wir machen? Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu dieser Station dort. Dann wollen wir da auch mal hinfliegen. Gucken, dass wir da auch ankommen. Und ja, wir haben keine Supplies und die müssen wir kaufen, so wie man hier sieht. Jetzt kommen wir da ganz schlecht hin, ne? Na, schaffen wir nicht ganz. Aber da ist die Station. Gut, okay. Buy Supplies. Dann wollen wir da mal was zulangen. Confirm. Hier nehmen wir auch noch ein paar bei. Oh, das ist ein bisschen viel. So ist besser. Auch confirm. Dann müssen wir hier raus. Können wir die hier verkaufen, die 114 Industrial Equipments. Da haben wir ein paar Punkte für gekriegt. Dann hier raus. Allerdings können wir hier was reparieren. Das machen wir doch mal gerade. So. Und dann wieder hier hin, was auch Richtung Sprungtor ist. Können wir noch was mitnehmen. Piraten. Nur ein kleiner, okay. Da sind ganz viele, aber das sind wir und keine Piraten. Da wird noch mehr produziert. Nichts Neues da. Gut, einmal noch zur Station. Und oh, guck mal, 80 noch dazu. Confirm. Ja. Ist die Frage, ob wir nicht was hier lassen. Also der hier ist ja schon mal ganz schlecht. Können wir den hier lassen? Wahrscheinlich. Jetzt ist schon ein bisschen besser geworden. Was mit dem hier lassen? Oh, 51%. Und der? 62. 68. 76. Oh, 101. Und wenn wir den noch weglassen, 55. So, jetzt müssen wir welche zurücknehmen. Ich glaube, das war der, den wir gerade hatten. 101. Wenn wir so einen noch dabei nehmen, wird es weniger. Das wird auch weniger. Das heißt, den weg und den auch weg. Jetzt haben wir drei so kleine und zwei große. Da wird es weniger. Ist ja auch keine richtige Flotte in dem Sinne dann, ne, oder? Carrier. Wird weniger. Tja. Passiert dann so, und wenn wir den Carrier wieder mitnehmen, was ist dann? 97. Auch nicht so das Wahre. Tja, aber wir können das erstmal so lassen, oder? Leave. Oh, jetzt dadurch, dass wir das umgestellt haben, müssen wir schon wieder ganz viele Rohstoffe haben. Na, ist gleich wieder alle. Okay, jetzt geht's. Wow. Ja, geht ein bisschen runter. Und dafür steigt's hier natürlich, ne? Oh, gerade so geschafft. Dahin. Ja, ich glaube, wir nehmen noch ein paar mehr mit. Confirm und hier raus. Und die 80, die können wir hier nochmal loswerden. Oh, Level Up haben wir auch. Level 37. Hier weg. Repair. Oh.
glaube, da müssen wir neue kaufen. 50 nur. Ah, da können wir noch ein paar mehr kaufen. So, confirm und dann hier Charakter Level Up. 2 Skill Points. Gute Frage, was ist das hier? Command Points. Crew Experience Gained. Okay. Ich glaube, diese Command Points, ne? Komm, nehmen wir beide und ist gut. Und dann gucken wir mal, was das Auswirkungen hier drauf hat. 97, auch interessant. Leave. So. Jetzt nochmal dahin. Ja, Industrial Equipment geht wieder. Ist jetzt eine kleine Flotte, ne? Gucken, was da geht oder nicht geht. Und Fleet. Jetzt haben wir diese Command Points gekriegt, aber das bringt auch nichts. Ja, komm, dann lass das so und ist fertig. Leave. Ja, okay, der war nebenan, hätte man auch so reinspringen können, aber ist jetzt auch okay. Hyperspace. Ja. Da ist eine Piratenflotte. Sollte da mal hingeflogen werden. Der ist weg. Oder? Ja. Mal die Richtung dann einschlagen. Kein weiterer Pirat zu sehen. Auch nicht. Tja. Sind wir gleich da. Können wir ein paar kaufen. Paar Einheiten. Gut. Jump. Point aufsuchen. Karte reingucken. Keine Piraten da. Wir müssen dahin. Gut. Wo ist die Station? Da kommt sie. Und das nehmen wir. Quack, das müssen wir holen. Und das könnten wir hier lassen, aber machen wir auch nicht, weil genug noch da ist. Confirm. Was ist das hier? Ja, wir werden wahrscheinlich überladen. Gut. Leave. Kurz rüber geflogen. Das noch weg. Das reicht, das weg. Confirm. Readiness ist 97%. Gut. Brauchen noch 37 pro Tag. Naja, irgendwelche Schäden beim Hin- und Herfliegen gehabt oder was. Gut, das können wir glaube ich so wegtun. Bringt es jetzt auch nicht irgendwie das dabei zu haben. Und hier rüber. Heile. Leave.
Dahin. Gut. Gibt es einen Piraten hier? Nein. Einmal zum Sprungtor. So, da ist das Sprungtor und hinein. Und irgendwo ein Pirat, nicht so wirklich in unserer Ecke, ne? Okay. Klingen wir mal nach Richtung Nexus. Hier ist noch nichts los. Da. Gucken, dass wir da vielleicht hinkommen. Ja, die sind nur da. Ja, das heißt, die sind hier auf dem Planeten wahrscheinlich geflogen nach Remo. Jump Point rein. Und dahin. Wo ist er? So, da ist ein kleiner Pirat. Und der große ist nicht da. So. Ja, was können wir hier kaufen? Nichts Besonderes wahrscheinlich, ne? Confirm. Tja. Gibt's schicke Waffen, aber mehr auch nicht. Ja. Einmal raus. Brauchen wir nicht. Leave. So, und jetzt? Tja. Bringt's auch alle nicht hier. Ja. Piratensystem auch langweilig. Da war eine Flotte, die jetzt irgendwelche kriminellen Dinge macht. Wir gehen in Hyperspace. Tja, und dann? Dann sind wir eigentlich fertig hierfür, ne? Würde ich sagen. Gut. Resümee der ganzen Geschichte hier momentan. Es ist eigentlich ein ganz interessantes Spiel. Die Entwicklung findet ja noch statt. Dieser Mod Ironclads ist auf der einen Seite auch nicht schlecht, könnte aber abwechslungsreicher sein. Der Entwickler Okrim ist zurzeit desinteressiert am Entwickeln, einfach aus dem Grunde, weil er ein bisschen spielen will, kann man ja auch verstehen. Der macht das halt für nothing und ja, die Entwickler sind noch dabei. Letztes Update war vor circa ja, knapp 2 Monaten und ja, was soll man sagen, ne? Wir haben da jetzt, könnten ohne diesen Mod spielen, dann hätten wir die Möglichkeit halt ordentlich zu kämpfen und sowas. Das Spiel ist wahrscheinlich darauf ausgelegt, ohne Mod, dass man das bekämpft, die Gegner. Aber wir haben halt jetzt den Mod mal ausprobiert und ja, war ganz interessant.
Aber was soll man tun? Eigentlich jetzt nichts mehr. Wir haben alles ausprobiert, wir haben gekämpft, wir haben gehandelt. Und sonst, was soll man sonst machen? Ich denke, wir machen erstmal eine Pause, warten die Entwicklung des Spiels ab und schauen dann weiter. Gut. Fliegen wir noch zu unserer Basis hier gerade einmal hin. Gehen da rein. So, da könnten wir das noch mitnehmen. Und das war's dann auch schon. Gut. Ja, raus hier. Leave. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ich mal in geraumer Zeit ein neuer Dingens rauskommt, sag schon, ein neuer Release rauskommt, gucke ich es mir wieder an. Vielleicht passt's ja. Und dann könnte es sein, dass ich dann vielleicht auch wieder aufnehme. Aber momentan halt nicht. Okay, bis dann. Tschüss.